Sachen warten, bis Mami und Papi fertig sind. Dann kannst du nicht wieder zurückkommen und sich etwas essen. Jetzt sind wir hier, super. Im Dressurviereck begrüßen wir Startnummer 4, Christoph König aus Unterstandheim. Hingespannt hat er sind beiden Haflinger, Wallacher, Merlin, 12-jährig und Milano, 10-jährig. Begleitet wird er auf der Kutsche von Sarah König. Okay, das war schon und gleich ungefähr. Das Gespann kann bereits mehrere Geschwindsmeistertitel verbuchen und möchte natürlich auch die Folge an das auch wieder anknüpfen. Aber wenn im Kreis geht es mal nicht mehr. Ich weiß nicht genau, was sie machen, aber sie wissen dann, was genau sie machen. Da kann ich die Herren und die möglichst schön machen. Wer das Ziel ist, da geht es darum, möglichst zu uns fahren. Und wer das am besten schafft, dann ist es. Ja, das ist natürlich nicht. Aber zwei, das ist nicht ganz so wichtig. Ich verhebe es. Aber vor allem ist wichtig, dass die Ross ganz schön das machen, was der Papi sagt. Ganz genau. Je genauer und je schöner, was ich mache, desto besser. Es geht besser, oder sich immer besser in der Werkstatt, wenn es schöner bleiben kann. Das ist jetzt das Einzige, was wir brauchen, aber es ist schön, weil ich es auch nicht. Dann möchte ich mal mit dem ganz schön haben. Oder so schön läuft der Papi die Heine nie um. Jetzt ist die schöne Frage geachtet worden. Was? Wir haben es anhört, wenn es frucht und so, dann wird es geachtet. Seine Kleider werden ja immer geachtet, wenn es so anhört, aber es ist geachtet. Dann nehmen wir weniger, aber geachtet wird, sage ich Ihnen. Thank you.
Auto zum Leihgarten zu fahren. Wir haben das Programm gesehen von der Startnummer 4, Christoph König aus Untersternheim. Im Spannheit sind ein Abwinner, der Merlin, 12-jährig und der Lago, 10-jährig. Begleitet wird er von der Sarah König. Das Resultat von der Lehrspielin aus der Dressur macht sie ein Total von 51,58, was der erste Zwischenrang bedeutet in der provisorischen Rangliste.